Hallo, liebe Kemba. Hier aus Dinkelsbühl ein kleines Video. Und zwar ein Ostervideo. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie der Titel sein wird, aber ich lasse mir was einfallen. Hier bin ich gerade dabei. Ein Komplettumbau. Ihr seht schon, wie es hier ausschaut. Ich habe schon ein bisschen Kabel reingelegt. Hier kommen 2x100 Amperestunden Liontron rein. Darum musste man auch die Isolierung ein bisschen ausklinken am Boden. Das wird aber wieder unterfüttert dementsprechend, damit die sauber drin stehen und die Kabel natürlich da unten geschützt sind. Überhaupt kein Thema. Dann haben wir hier schon mal 70 Quadrat reingelegt, weil hier üben auf die andere Seite kommt ein Wechselrichter. Und hier liegt auch schon halt hier die Netzumschaltung. Netzumschaltung heißt, wir müssen einmal das vorhandene Ladegerät, wo wir hier verbaut haben, also wo hier schon verbaut war, und den Kühlschrank ausschleifen. Soweit ist das Ganze in Ordnung, aber ich wollte euch jetzt da mal ein bisschen mitnehmen, weil ich habe hier, also bitte nicht wundern, wie es hier gerade ausschaut, weil mitten in der Arbeit, aber ich habe jetzt natürlich verzweifelt in dem Fahrzeug gesucht, wo man den Kühlschrank ausschleift, beziehungsweise wo ich denn die Zuleitung finde vor dem Kühlschrank. Und jetzt musste man hier die ganze Blende hier abbauen von der Truma, weil sie da hinten drin einen Verteiler versteckt haben, wo sich der Kühlschrank und noch zwei Steckdosen dran befinden. Also abgesehen davon, dass ich das schon mal versicherungstechnisch nicht wirklich toll finde, müsst ihr aber auch mal hier gucken, wie hier, und da habe ich noch nichts dran gemacht, wie hier, seht ihr das, die Isolierung aus der Box hier rauskommt. Also es ist wieder mal ein Klassiker für Fahrzeugverarbeitung, wo ich sage, erste Güte. Also es ist echt unglaublich. 230 Volt Kabel scheuern hier an den harten Kunststoffkanten, ohne dass die Isolierung richtig in der Verteilerbox drin ist, an zwei Kabeln. Also man sieht es ja hier oben und hier natürlich ganz extrem. Also sorry Leute, also lieber Hersteller, geht gar nicht. Geht überhaupt gar nicht. Hier sprechen wir nicht mehr um 12 Volt, sondern um 230 Volt. Katastrophe. Also ich finde es wirklich Katastrophe. Wir werden das natürlich, damit der Eigentümer vor dem Fahrzeug sich keine Gedanken machen muss, dementsprechend korrigieren und richtig verbauen, damit es überhaupt kein Problem ist. Aber also ich finde es echt unter aller Kanone, weil Geld verlangen sie ja auch für die Autos. Also es ist schon echt schäbig. Und vor allen Dingen der Einbauort, ne? Also wie kann ich da hinten, wo kein Mensch hinkommt. Also in der heutigen Zeit muss man doch wissen, dass man mal einen Wechselrichter montiert und da. Aber naja, gut, okay. Man kann es so machen, muss man nicht, aber ist halt so. Im Gegenzug natürlich schön, wo man schön rankommt, ist hier die 230 Volt und die 12 Volt Verteilung. Aber hier ist halt auch wieder das Problem, nichts beschriftet und natürlich auch kein Kabel, wo durchgängig zum Kühlschrank geht, der ist auch nicht extra abgesichert. Also sprich mit einer extra Leitung, sondern auf dieser Leitung, das ist hier unten diese Leitung, da hängen halt zwei Steckdosen unter Kühlschrank. Von der Leistung her kann man das sicherlich tun. Aber dann bitte verbaut doch den Verteiler so hin, dass man hinkommt und vor allen Dingen verbaut doch das Zeug anständig, wo die Isolierung dementsprechend sauber gemacht ist und nicht auf die Art. Naja gut, das mal zu dem. Ich hole euch immer wieder dazu. Hier haben wir noch viel zu tun an dem Fahrzeug. Und ihr werdet die Fortschritte alle mitkriegen. Und da heute Ostern ist, guckt mal, wen wir zu Besuch haben. Der steht hier vor unserem Tor, der Camper Tobi. Macht eine kleine Pause. Wir haben hier besonders gutes Internet, da kann er gut seine Filme hochladen. Und drum ist er hier und arbeitet fleißig. Wie ich das auch tue. Und in dem Sinn, dann bis gleich. So, jetzt haben wir die Verteilung neu gemacht.
Wie ihr seht, haben wir jetzt hier sauber die Kabel, gesichert gegen das Herausrutschen, weil also ich fand es unmöglich, dass da die ganze Isolierung rausschaut. Jetzt habe ich überall so Kabelschenk gemacht, weil die Heideigel, wo das vorher montiert haben, die haben hier natürlich mit dem Cuttermesser, ihr seht es, einfach einen riesen Schlitz reingemacht, sodass dann natürlich, da fallen keine Ahnung wie viel 1000 Meter Kabel durch. Also so geht es eigentlich gar nicht. Aber gut, wir haben es jetzt gerettet, indem wir jetzt überall Kabelsicherungen hingemacht haben. Die sind jetzt fix, jetzt kann nichts mehr durchrutschen. Die Isolierung ist sauber an den Kanten. Somit passt es. Und über die Vakuumklemmen, wie wir hier sehen, machen wir auch immer noch einmal ein Isolierband drumherum. Warum machen wir das? Ganz einfach, damit bei der Vakuumklemme durch die Erschütterung dementsprechend nicht sich mal ein Kabel verklemmen kann. Aus irgendeinem blöden Zufall, man hat schon Pferde kotzen sehen, sich das Kabel löst und dann da drin wieder irgendeinen Fehler verursacht. Also breche man nichts dabei ab. Einmal einen Stripe drumherum und dann passt es. Und dann ist es sicher und da kann nichts mehr passieren. So schaut jetzt die Dose okay aus. Jetzt setzen wir noch eine daneben, weil wir hier unten das Kühlschrankkabel natürlich jetzt rausgezogen haben. Und dann machen wir jetzt nochmal eine separate Dose. Mir bleibt nichts anderes übrig, wie das an der gleichen Stelle zu tun. Und hier haben wir schon ein neues Kabel eingezogen. Komplett bis nach vorne. Wir verwenden immer die starken gummierten Kabel, also nicht diese dünnen weißen oder wie auch immer, sondern da sparen wir auch nicht an Geld. Die sind richtig massiv gut isoliert und gerade wenn man hier durchzieht, durch Kanten und so weiter, sind die sehr scheuerfest, also dass da nichts an Ecken und so weiter sich aufscheuert und dementsprechend dann verletzt und dass da irgendwelche Kabellose rumliegen. Das haben wir jetzt schon durchgezogen, das Kabel. Das geht einmal hier durch, weil hier brauchen wir es nicht. Wir brauchen es hier drin, weil wir, weil wir hier unseren Netzvorrangschaltung reinbauen und dann haben wir hier das Kabel schon mal reingezogen, einmal quer durchs ganze Auto. Und gleichzeitig habe ich hier noch die Netzeinspeisung reingezogen und hier bauen wir jetzt unsere Netzvorrangschaltung. Das passt ganz gut, weil hier auch das Ladegerät sitzt. Jetzt haben wir den Kühlschrank auch da und dann passt es. So muss es ausschauen, so muss es sein. Und ich hole euch wieder dazu, wenn das dann alles fertig verklemmt ist und zeige euch dann den nächsten Schritt. Ich denke, wir machen jetzt öfter auch mal so Einbauvideos, damit ihr auch mal ein bisschen den Eindruck kriegt, nicht nur was machen wir, sondern auch wie machen wir es. Was ja auch immer sehr interessant ist, wie kommt man denn eigentlich mit dem Kabel einmal hier quer durchs ganze Auto? Jetzt in dem Fall ging es relativ einfach, weil man, da kann ich euch auch noch mal schnell mitnehmen, da haben wir Gott sei Dank so ein bisschen Glück gehabt. Laufe einmal schnell herum. Warum haben wir ein bisschen Glück gehabt? Weil zum einen hier ein schönes Fach ist, wo man aufmachen kann. Zack. Und dann sind wir auch schon gleich hinter der Truma. Weil hier hinten komme ich von der Truma. Also hier kann ich wunderbar durch. Da haben die lieben Kollegen die Weitwinkel geschalten. So, jetzt die Wasserpumpe verbaut. Also gut, kann man jetzt auch alles schöner machen, aber ist halt so, wie es ist. Da mische ich mir nicht ein, das geht uns nichts an. Und von hier kommt man hier wieder weiter durch, unter der Dusche und sind dann genau hier rausgekommen. Und jetzt mache ich mal mehr Licht an, dann sieht man das besser. Voilà. Also auch hier seht ihr ein wildes Kabelgewirr, aber wie gehen die Hersteller davor? Was interessiert mich unter den Böden und Klappen und Deckel? Da interessiert es ja keinen. Also gut, kann es hier auch ausschauen wie Sau, Entschuldigung. Jedenfalls sind wir hier durch und dann kommt man hier vorne gleich wieder raus am Elektrokasten und der ist dann hier unter dem Sitz und dann war es nur noch ein Katzensprung davor. Dann haben wir das Kabel hier auch durch. Jo, soweit.
habe ich euch das auch gezeigt. Und jetzt machen wir wieder weiter und ich hole euch wieder dazu, wenn es weitergeht. Bis gleich. So, nun haben wir hier die Verteilerbox so gesetzt. Wir haben jetzt noch eine zweite dazu gemacht, weil wir natürlich den Kühlschrank ausgeschliffen haben und separat nach vorne gezogen haben, wie habe ich euch ja schon gezeigt. Somit sind wir jetzt mit der Netzvorrangschaltung eigentlich durch. Da können wir dann eigentlich hier wieder zumachen. Ich habe jetzt nur ein bisschen offen gelassen, weil vielleicht müssen wir ja doch nochmal rein. Jetzt machen wir hier mal die Klappe zu. Jetzt nehme ich euch mal mit aufs Dach, weil wir montieren jetzt unsere Solaranlage. Und hier ist ganz wichtig, das möchte ich hier auch nochmal betonen, Klimaanlage haben wir auch schon montiert. Hier ist ganz wichtig, dass wir die Flächen, die hier angezeichnet sind, sprich abgeklebt sind, dementsprechend sauber anschleifen. Ganz, ganz wichtig, sauber anschleifen bis so eine matte Schicht. Also ihr seht, hier glänzt es und hier haben wir so eine richtig schöne matte Schicht, damit hier danach der Kleber sich richtig bindet. Also es wird dann gereinigt mit dem Aktivator von, wir nehmen vorzugsweise Sikaflex und die Sika-Produkte sind da wirklich, ups, jetzt ist er ausgestiegen, jetzt ist er wieder da. Die Sika-Produkte sind da wirklich genial und wir schleifen das sauber an, machen das mit dem Aktivator richtig sauber und danach wird geprimert, dazwischen die Abluftzeiten dementsprechend natürlich einhalten, das ist ganz wichtig, um dass man dann am Schluss, wenn gereinigt, geprimert ist, die Abluftzeiten leicht benetzt wird und dann dementsprechend sauber aufgesetzt wird und verklebt wird. Wichtig dazu, beide Seiten richtig anschleifen und vorbereiten. Vorbereitung ist in dem Fall das Allerwichtigste, damit die Verbindung sauber stattfindet. Weil wenn hier gepfuscht wird, das bereut man sein Leben lang, wenn das nicht richtig haftet. Also das geht gar nicht. Also von dem her muss man da wirklich sauber arbeiten und das gewährleisten wir hier auch. So, da kommen zweimal, hier hinten kommt eine drauf, zweimal 160 Watt kommen da drauf. Die zeige ich euch jetzt. Die habe ich hier schon stehen, haben wir vorbereitet. Eine habe ich hierher gelegt, weil auch hier ist ganz wichtig, dass wir die Flächen hier richtig sauber anschleifen, was wir hier auch getan haben. Und danach werden die richtig sauber auch hergerichtet, geprimert. Also vorher natürlich wieder mit dem Aktivator gereinigt, geprimert, Abluftzeiten beherzigt und dann sauber angebracht. Es ist eine ganz wichtige Sache, weil sonst einfach die Dinger nicht richtig halten. Die Spoiler hier sind richtig massiv, die habe ich euch schon mal gezeigt, die sind richtig gut. Da ist richtig Fettmaterial dran und hier die Klebekanten reichen auch vollkommen aus. Aber ich nehme euch dann wieder dazu, wenn wir es mit Kleber dementsprechend auftragen, damit ihr mal seht, wie das dann dementsprechend auch gemacht wird. Also, ich hole euch gleich wieder. Bis gleich. So, und jetzt haben wir die ganze Geschichte mit dem Aktivator schön sauber gemacht, damit hier kein Schmutz und schön fettfrei ist. Und jetzt tun wir es hier mit dem Primer und dem Pinsel, also ich mag es immer mit dem Pinsel, das kann man mit verschiedenen Dingen machen, richtig schön einprimern, damit die Fläche richtig schön sauber voll ist. Natürlich nicht zu viel, es soll auch nicht drin schwimmen, aber es muss schon schön gleichmäßig, anständig, sauber geprimert sein, damit man auch dementsprechend dann die Haftung des Klebers gewährleisten kann. Die Ecken schön mitmachen. Richtig schön gesättigt auftragen und dann ist das eine tolle Geschichte. Das machen wir jetzt auf allen beiden Seiten und dann müssen wir wieder die 20 Minuten, circa 20 Minuten Abluftzeit gewährleisten oder dafür sorgen, dass das schön ablüften kann, abtrocknen kann, bevor wir jetzt dann natürlich das Kleben anfangen müssen. Kann auch länger wie 20 Minuten sein, das kann man jetzt dann nach dem Primern, wenn das trocken ist, auch ruhig in den nächsten 2 Stunden sauber verarbeiten. Genau, so schaut es aus, wenn das geprimert ist. Jetzt mache ich nur die andere Seite.
Weil die müssen wir natürlich hier genauso machen. Und ja, dann machen wir jetzt beide Platten, tun wir alles schön vorbereiten und dann fangen wir das Kleben an. Also, da hole ich euch wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir soweit. Ihr habt gesehen, wie wir es geprimert haben. Jetzt ist die Fläche dementsprechend ausgedampft. Es ist schön trocken. Primern ist wie Grundieren letztlich, wenn man Holz bearbeitet, wenn man eine Wand streicht, wenn man unebene, unsichere Flächen hat, dann tut man einfach eine schöne Grundierung drauf und dann dementsprechend die Farbe. Und genauso ist es auch hier bei dem Kleben. Und dass das natürlich gewährleistet ist, dass das auch anständig hält. Weil mit so einem Wohnmobil fährt man schon mal gut seine 120, 130, beim Van sogar noch schneller. Bis zu 150, 160, 170, keine Ahnung. Und da kommt natürlich durch diesen Abstand, wo wir hier haben, schon extreme Luft unten dran. Und also wenn da nicht anständig geklebt wird, dann fliegt uns das Ding schon mal um die Ohren. Von dem her ist es ganz wichtig. So, wir haben jetzt hier unser Maschinchen. Jetzt tragen wir hier mal dementsprechend die Verklebung auf. Wir gehen da im Prinzip so vor, dass wir das schön im gleichmäßig versuchen, so gleichmäßig wie möglich. Kann auch ruhig ein bisschen mehr sein. Also ich gehe hier so rum und hier machen wir es dann in so Zickzackformen, dass das schön gleichmäßig überall drauf ist. So. Voilà. Und das reicht auch vollkommen aus. Kann ja ruhig ein bisschen mehr sein, das kann man dann dementsprechend auch verstreichen. Und dann wird das Ganze zum Schluss nochmal, bevor wir es aufsetzen, hier mit dem Wasser benetzt. Weil das schön wegdampft und dann kann man es schön ausrichten auf dem Dach und somit auch gleich verkleben. So, jetzt machen wir nur die andere Seite und dann geht's ab aufs Dach.